Hey ho und willkommen zu einer weiteren Runde Regenbogen 6 Belagerung. Wir zocken heute das Event City Konflikt. Und ich muss sagen, es ist nicht das Event, was ich erwartet habe, beziehungsweise es ist nicht das Event, was es die letzten 2 Jahre. Gibt es schon 2 Jahre oder gibt es schon 3 Jahre Rainbow's Magic? Ich weiß es gerade nicht. Es ist keine Ahnung. Vorher war das ja so plain. Gereskint, nenne ich es jetzt einfach mal. Und man hat Hostage gespielt. Das ist diesmal nicht der Fall. Wir spielen jetzt, ich weiß gar nicht, wie man. Also, klar, der Modus heißt Teddy-Konflikt, so ist es nicht. Ich wüsste gar nicht, ob man das irgendwie gut beschreiben kann. Ich glaube, es ist mehr so ein. Ah ja, Bob the Teddy, okay. Ja, es ist so ein Team-Deathmatch-like. Töte die Base der anderen mäßig. Also beziehungsweise hier ist es töte den Teddy der anderen, du musst den Teddy der anderen töten. Es gibt verschiedene Operator, beziehungsweise die Operator sind eigentlich relativ egal, die sind in 3 Kategorien eingeteilt. Und zwar haben wir hier einmal die Speedies, einmal so Strong und einmal so Flexi. Ich mag Flexi am liebsten. Flexi Healed. So Strong hat mehr Leben und deutlich und ein Schild. Ich bin, das, also Speedy sind so Mittel-Mittel, nein, gar nicht. Flexi sind Mittel-Mittel und Speedy sind natürlich die Schnellen und haben den Oryx-Dash als zusätzliche Fähigkeit. Jeder hat auch unterschiedliche Granaten. Einmal gibt es den. Ach, guck mal, das wird jetzt sogar gezeigt, glaube ich. Es gibt ja sogar ein schönes Intro-Video. Guck mal, es gibt ein schönes Intro-Video. Ja, einmal Smoke Teddy. Flash Teddy, Überraschung. Und ein Explosive Teddy. Das ist das Objective. So, man spawnt immer ganz oben, egal welche Seite man bekommt. Man bekommt verschiedene Spots. Hier ist es jetzt zum Beispiel der Spot. Alle Hedges sind auf. Ihr könnt natürlich, ihr habt unendlich Explosive Teddy. Also ich gerade zumindest, weil mein Character Trait Explosive Teddy hat. Wir haben natürlich Heals. Also ich habe natürlich Heals. Und unser Ziel ist es. Das war jetzt frech. Den gegnerischen Teddy zu töten. Der in diesem Raum ist, wo sie mich gerade komplett weggecampt hat. Ich weiß nicht, ob sie aufmachen wollte. Es gibt leider keine Killcam. Man muss sich einfach gucken. Wie gesagt, man spawnt. Guck. Jo, man spawnt immer oben. Beide Teams. Und muss zu den Teddys. Ziel ist es ganz simpel: den anderen Teddy kaputt zu machen. Alle haben nur Pistolen. Ja. Das ist erstmal so der Grund. Yo, wo kommt ihr denn her? Erstmal der Grundtenor der Sache. Und ich muss sagen, es ist pures Chaos, wie ihr jetzt seht. Ich krieg gar nichts hin, aber abgesehen davon, dass ich einfach schlecht mit. Machen wir hier auf. Dass ich einfach schlecht bin mit Pistolen. Ja. Man erkennt gar nichts. Ich bin ehrlich. Ich erkenne so wenig. Alles ist so bunt und ich erkenne. Du bist meiner, okay. Du erkennst einfach nichts und ich muss sagen, ich finde es geil. Weißt du, genau so soll so ein Event sein. Es soll random sein, es soll nicht viel mit Taktik. Also, Alter, Digga, du. Lass mich healen. Danke. Keine Ahnung, wie ich jetzt was gefressen habe. Sagen, macht das da auf. Tu einfach den Teddy weh. Nein! Es ist wie pures Chaos. Ich habe allerdings leider auch Probleme mit diesem Modus. Und zwar ist dieser Modus. Hallo? Ist mir der Modus legit zu fucking anstrengend. Komm her. Ich muss nämlich sagen. Was? Hä? Aber der hat die nicht gerade. Hat der Ansager nicht gerade gesagt, Minis attacking Mr. Beer? Bier. Mr. Beer. Mr. Bear. Meine Fresse. Hauptsache erstmal Bier. Fühl ich. Nein. Headshot ist. Jo, schön. Headshot ist wie immer One-Shot. Ändert natürlich nichts, wenn du ihn einfach nicht triffst, so wie ich. Ich muss sagen, es macht Spaß. Es ist lustig, es ist over the top, es ist überladen. Kann ich es euch empfehlen zu spielen? Ja, definitiv, zumindest um euch die Packs zu holen. Ich sehe gar nichts.
Jawohl. Kann man den Modus länger als ein Game spielen? Nein, absolut nicht. Also ich bin ehrlich, das war jetzt eine Runde, die ging jetzt, ging die vorbei, weil wir den Teddy getötet haben, oder ging die vorbei, weil die Zeit vorbei war? Ich glaube, sie ging vorbei wegen der Zeit. Ja. Und das war's jetzt, ne? Und das spielt man jetzt immer und immer und immer wieder. Und ich muss sagen, ich finde es super lustig, keine Frage. Ich finde aber auch, oder ich muss sagen, dass ich das Alte mehr enjoyed habe. Hat einfach damit zu tun, dass diese Map, so bunt sie ist und so cool ich das finde, versteht mich nicht falsch, ich finde, dass das, wie die Map aussieht, ich finde das Design von der Map, ich finde das Event, dieses Thema super cool und super lustig. Allerdings muss ich auch sagen, gerade weil es so over the top ist, weil es so überladen ist, kann ich es nicht lange spielen. So, Protect Mr. Beer. Beer. Schon wieder Beer gesagt. Ja, meine Fresse. Ich glaube, ich gehe mir gleich ein Bier holen. Mit dem hier. Uff. Das war jetzt frech, dass der auf einmal einfach durch die Wand gebrettert kommt. Also ich muss sagen, ich kann dieses Event nicht länger als eine Runde am Stück spielen. Ich habe es probiert mit Diddy, wir haben es probiert, die sozusagen die Challenge zu holen. Ist hier wer? Nein. Also die... Hast du nicht geschossen? Also sozusagen dafür zu sorgen, dass man das Pack kriegt. Dafür muss man zwei Runden, also zwei... Nee, nicht zwei Runden, sondern zwei Matches komplett gewinnen. Zwei Matches gewinnen und ich, also abgesehen davon, dass wir mies verkackt haben und das halt nicht hinbekommen haben. Schuss jetzt mich verarschen. Ich hoffe, das hat man so nachlädt. Rein da. Ich sehe nichts. Das ist mein Teammate. Es gibt übrigens auch kein Friendly Fire, was sehr gut ist. Also ich muss sagen, es ist so over the top, was zu dem Event passt. Und ich finde es auch cool und lustig. Aber ich finde es auch zu anstrengend, um es wirklich lange zu spielen. Also ich habe jetzt meine zwei Challenges gemacht. Jetzt muss ich den nicht treffen. Oh. Den habe ich ja gekonnt gedodged. Easy, doppel. Ja, machen wir so. Ich sehe gar nichts. Komm. Nein, oh, du bist hinter mir. Wo kommt der denn her? Frech von ihm. Ja, es ist lustig. Es ist ein cooles Event. Es ist allerdings leider auch ein Event, wo ich sagen muss, wo sich der Replay-Value so dermaßen gering ist. Ob hast du dich einfach durch Schild gemessen, aber man hat keine Kill Cam. Ich warte die ganze Zeit automatisch auf die Kill Cam, ne? Wo der Replay-Value, wie gesagt, so dermaßen gering ist, dass ich, also, weiß ich nicht. Sobald ihr die Challenges, macht die Challenges zu dem Event fertig und wenn ihr dann noch sagen könnt, dass ihr es richtig geil findet, dann Respekt. Ist bei mir nicht der Fall. Also, no shit. Ich finde, dieses Event hat leider so gar keinen Replay. Okay, du bist schon tot. Aber das ist natürlich dann auch teilweise Geschmackssache. Kurz mal gucken, ob nicht wieder unser Bären einfach oben rum oder unten rum gerannt ist. Also ich muss sagen, ich fühl's nicht. Also, ich fühl's und gleichzeitig fühle ich es auch nicht. Komm, gehen wir mal jetzt so. Haut ihn! Ich sehe nichts. Haut ihn schneller als die Gegner unseren hauen. Haut ihn! Jawoll! Au! Ich glaube, im 5-Mann-Squad oder so, also wenn du wirklich komplett alles zusammenspielst, dann macht das bestimmt Laune. Wir haben übrigens, wie gesagt, Glück mit dem Spot gehabt, weil auf dem Spot kannst du den Bären nicht hauen. Du kannst sie nicht melee'n und melee macht deutlich mehr Schaden, als wenn du da mit der Pistole gegen schießt. Komm, das letzte, was wir noch spielen müssen, sind die Speedster. Haben wir das auch mal gemacht. Gut, steht da 1-1. Es geht auch trotzdem bis 3. Also es ist ein Best of 5, kein Best of 3 oder so. Was ich deutlich angenehmer finden würde. So rum. Ja, es ist, also ich finde es zu anstrengend, bin ich ehrlich. So sehr ich die Skins liebe, guckt euch
diese fünf geilen Typen an. Einfach nur geil. Aber ich finde es einfach nur anstrengend auf Dauer. Oh, danke, dass der Bruder Bereda geheilt hat, Alter. Nein, ich krieg sie nicht. Wir können einfach oben mal lang rennen, ne? Oh, unser Bär kriegt ja mies aufs Maul, den haben wir gar nicht mitbekommen. Chiri? Die Mail habe ich ja gar nicht bekommen. Vor allem war ich ja der Einzige, der vorne war. Guten Morgen. Ja, das war jetzt natürlich schlecht. What the fuck, warum hat unser Bär so mies kassiert? Der ist schon am Heulen. Also wie gesagt, das gentechnisch, thematechnisch ist das Spiel oder der Eventmodus genial. Aber alles drüber, hinaus. Nicht wirklich. Alles drüber hinaus ist einfach ein Arsch. Na komm, schon haben wir Hunde verloren, glaube ich. Oder nein, oh, wir haben kaum Schaden gemacht. Ich bin... Yo, das war jetzt frech. Ich war voll damit überrascht, dass ich da an der Seite dieser Hedge ankomme. Ah, ich muss Leertaste drücken, Entschuldigung. Auch noch so eine Sache. Schade, jetzt habe ich natürlich nicht bekommen. Aber ich weiß nicht, ob es eventuell schon merkt oder so. Es ist sehr, sehr repetitiv. Und ich finde auch, dass es sich so halt, dementsprechend halt so schnell wiederholt. Nie im Leben! Da, also, beziehungsweise du machst so stumpf das Gleiche, es hat so gar kein, also, das finde ich auch beim Team Deathmatch-Modus von Rainbow, du hast halt so gar keine Taktik und das dann bei einem Event, weiß ich nicht, da fand ich, wie gesagt, ich fand das ein alt, andere, das alte Rainbow is Magic, wo du, da habe ich gerade zu Hedge geguckt, wo du ganz normal Hostage gespielt hast, aber alles halt reskinned, ist deutlich angenehmer, weil... Ich habe immer noch das Problem, oder ich finde, das ist jetzt auch... Ja, lebt damit. Nein! Schade, ich dachte, ich komme jetzt durch. Ja, es hat halt den gleichen Effekt wie Team Deathmatch. Bei Rainbow finde ich, es ist zum Mal eine Runde machen, okay. Wobei ich selbst dafür finde, es ist einfach zu überladen, so bunt und alles. Ne? Weg mit dir. Das hat sie nicht getötet. Weg mit dir. Weg mit dir. Cool, dass die Fähigkeit noch trotzdem funktioniert. Ja, es hat keinen Replay-Value. Es ändert sich nichts, die Runden. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal ist man schneller, mal ist man langsamer als die anderen. Ich finde einfach, das ist ein stumpfes Spawns. Du rennst rein und probierst mit der Pistole was zu treffen. Auf dem Hintergrund, der so bunt ist, dass du eh nicht auf lange Distanz siehst, sondern du hast dann, wenn sie nah an dir sind, siehst du was. Und das war's dann halt. Also, bin ich ehrlich. So cool ich die Skins fühle, also wirklich, ohne Witz, die Skins. Boah, dieses Jahr haben sie mit den Skins so einen rausgehauen. Ich fand es so fucking awesome, was die mit den Skins gemacht haben. Natürlich komme ich hier nicht durch, das wäre ja auch zu simpel gewesen. Finde ich so geil, was die mit den Skins gemacht haben, ne? Aber was für ein Bullshit, in Anführungszeichen, dann der Spielmodus ist, finde ich wild. Also finde ich wirklich wild. Ich weiß auch nicht, warum man das jetzt unbedingt ändern muss. Klar kann man sagen, ja, wir hatten jetzt dreimal Hostages Magic, genau. Wir hatten jetzt dreimal Rainbow's Magic als Hostage oder zweimal, ich weiß es leider nicht genau, wie oft, es tut mir leid. Kann man ja argumentieren. Aber ich erkenne es nicht, was mich abschießt. Aber den Modus zu ändern, persönlich, wie gesagt, das ist persönlicher Geschmack, fand ich, war die schlechtere Entscheidung, als einfach Rainbow's Magic zu machen. Durchgang, Roller war nicht groß genug gerade, bis du hier unten bist. Immer.
Also. Oh, wir verlieren mies. Also, wer ist jetzt schon am Weinen? Der andere, der hat noch ein paar Tränchen. Nein! Schade. Also, ich bin ehrlich, ich hätte mich mehr über so, wie es vorher war, gefreut über das einfach weiter Hostage spielen. Das macht dann mal schön. Aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge, um Gottes Willen. Ich habe Nachladen, ja. Nachladen wurde geändert vor 20 Jahren. I'm gonna be landing. Your teddy's under attack. Oh no, Teddy. Okay. Wo kommst du denn her? Ich wollte den Messer und er gibt mir einfach ein miesen Brett. Das war jetzt frech. Ja, der Runde haben wir verloren. Und es geht auch zu lange. Also ich glaube, ich fände es auch besser, wenn man, was weiß ich, einfach sagt, okay. So nach dem Motto, wir spielen nur eine Runde, also bis ein Teddy besiegt wurde. Und was weiß ich, dafür kriegt der Teddy halt das Dreifache, oder ja, nicht das Dreifache, das wäre wieder sinnbefreit. Kriegt einfach das Doppelte an Leben oder so. Weil ich glaube, eine Runde wurde jetzt, oder zwei Runden, ne, eine, ich weiß nicht, eine Runde wurde beendet mit Teddy getötet und der Rest wird mit welcher Teddy mehr Damage hat gemacht, weil du nicht bis zum Teddy hinkommst. Das wiederum finde ich 10 von 10. Das Ding. I love it. I fucking adore it. Ohne Witz, das will ich als, das hätten sie mal in den Packs als fucking MVP machen müssen. Wie die Elite-Skins diese Animation haben. Das Ding hätten sie mal wirklich als Animation anbieten sollen. Zum Holen. Das ist mega geil. Aber das Event an sich, wie gesagt, überzeugt mich nicht. Ich finde, es dauert zu lange. Es ist zu bunt. Man kann sich nicht konzentrieren. Es wird nur reingerannt wie ein Idiot. Und irgendwann schaffst du es eventuell zu gewinnen oder du schaffst es eventuell zu verlieren. Das heißt, meine Empfehlung für das Event, probiert es gerne aus, es ist super geil gemacht. Ich liebe den Reskin von Plain, den Spielmodus an sich, der gemacht wird, fühle ich überhaupt nicht. Persönlicher Geschmack. Vielleicht findet ihr ihn ja richtig geil. Aber auf jeden Fall, sorgt dafür, dass ihr die Challenges macht, zumindest die, die euch ein Pack gibt. Das wäre hier, gewinne zwei Runden gewinnen. Sondern zwei Matches gewinnen insgesamt, dann kriegt ihr ein Rainbow's Magic Pack. Solltet ihr nicht alle haben. Geil, Mann. Pack aus der Collection. Solltet ihr alle haben. Renown zurück für euch. 300 Credits, um genau zu sein. Sondern 300 Credits, um genau zu sein. Aber ansonsten muss ich sagen, dass dieses Event für mich null Replay-Value hat. Bis auf halt die Challenges. Und das finde ich schade. Weil es gab wirklich ein paar Events, die ich sehr gerne gespielt habe. Also wirklich sehr gerne und auch mehrmals gespielt habe. Und ich hätte, wie gesagt, Hostage, so wie es vorher war, also wie Rainbow's Magic vorher war, hätte ich persönlich definitiv mehr gefühlt. Aber das soll es gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.